als nun gestorben sind, leben sie als Exponate wieder auf. Der Zweck heiligt die Mittel dafür. Drei von insgesamt 23 erhaltenen ausgestopften Quaggas besitzt das Mainzer Naturhistorische Museum. Das Quagga, eine südafrikanische Zebraart, unterscheidet sich durch hell- und dunkelbraune Streifen vom schwarz-weiß gefärbten zentralafrikanischen Zebra. Lichtmotten und Trockenheit zerstörten das Fell. Höchste Zeit, die unbezahlbare Rarität zu restaurieren und für die Zukunft zu präparieren. Wasser weicht das Fell auf, ohne die Haut weiter zu zerstören. Es muss von Eisen, Holz und Stroh gelöst werden. Der Tierpräparator Reinhold Rau kam für ein halbes Jahr aus Südafrika nach Mainz, um den fortschreitenden Zerfall der Felle aufzuhalten und naturgetreue Modelle zu formen. Das ist alles noch ein bisschen zu trocken. Holz, ja, leider. Wir hatten gehofft, da ist ein Schädel drin. Aber da ist nur aus Holz geschnitzt, so eine Nachahmung vom Schädel. Zwei Wochen lang wird die Haut im Wasserbecken des Präparatoriums liegen. Weichmacher lassen sie wieder geschmeidig werden. Desinfektionsmittel verhüten eine Fäulnis. Das Fell dieses Quaggahengstes kaufte 1883 die Rheinische Naturforschende Gesellschaft für 16 Taler bei einem Hamburger Händler. Das heißt aufreichen, damit es von selbst einfach. Der Körperbau des Modells, vor 100 Jahren ausgestopft, war anatomisch völlig falsch. Der damalige Mainzer Präparator hatte ein Fantasiezebra auf die vier Beine gestellt. Um das neue Modell so naturgetreu wie möglich zu formen, brachte der heutige Präparator alle notwendigen Knochen eines Zebras vom Südafrikanischen Museum in Johannesburg mit. In den Körper aus Töpferton knetet er die Knochen ein und formt danach die Figur. Ein Pferdeskelett kann nicht benutzt werden. Es stimmt nicht in den Proportionen. Das Foto eines noch lebenden Zebras. Es ähnelt dem ausgestorbenen Quagga in Form und Größe und hilft dem Präparator, den Körper originalgetreu zu modellieren. Reinhold Rau muss auch das Handwerk eines Bildhauers beherrschen. Sobald der Ton angetrocknet ist, wird das Modell von oben bis unten eingegipst. Durch Bleche in Flächen unterteilt, trocknet die Gipsschicht innerhalb weniger Tage auf dem Modell. Die Form lässt sich mühelos in Teilen abnehmen, denn der Ton bleibt weich, während der Gips hart wird. Der Gipsabdruck wird zum Gussmodell für die Figur des Quaggas aus Plastik. In die Gipsform kommt eine Polyestermischung. Der Brei lässt sich in alle Krümmungen und Vertiefungen drücken. Grüner Trennlack verhindert, dass der Kunststoff am Gips hängen bleibt. Nach drei Tagen ist das letzte Quaggateilstück hart. Draht- und Glasfasermatten stützen den hohlen Körper von innen. Gesamtgewicht 15 Kilo ohne Fell. Die nicht gegerbte Haut behält vorerst, trotz Behandlung, die falsche Form, die ihr vor einem Jahrhundert einmal gegeben wurde. Nägel und Kleister werden das Fell zwingen, sich der neuen und richtigen Quaggakörperform anzupassen. Hier im Schnauzenbereich ist es, wie Sie sehen, sehr empfindlich, sehr brüchig. Die Haut ist halt durch das Alter so chemisch verändert, dass sie überhaupt keine Zugkraft mehr hat.
Während in den Oberteilen, am Rücken und so weiter, ist er noch erstaunlich fest. Ja, ich sagte, die Lippen, die waren ja doch früher nur einfach grob zugenäht. Und das eigentliche unbehaarte Lippenfleisch hier, was bis zum Zahnfleisch normalerweise geht und dort angewachsen ist, das ist ja hier alles abgeschnitten. Sie sehen hier noch, wo die alte Naht war. Und jetzt kann ich das natürlich nur bis zu der Stelle bringen, wo es hingehört, und den Rest, was haarlos ist, das muss ich dann anmodellieren. Das Fell der Beine ist überraschend gut erhalten, der Faden hält in der Haut. Die schwierige Arbeit an einem Quagga hat allein länger als ein Vierteljahr gedauert. Naturgetreuer als vorher und vor dem gänzlichen Verfall gerettet, steht der Hengst wieder im Mainzer Naturhistorischen Museum. Wir sprechen in Südafrika von Bushmechanik, aber das ist noch schlimmer wie Bushmechanik. Du musst erst so richtig kalt oder so. So, das ist hier. Hallo, hi, hi. Das ist alles noch ein bisschen zu trocken. Holz, ja, leider. Wir hatten gehofft, da ist ein Schädel drin. Aber da ist nur aus Holz geschnitzt, so eine Nachahmung vom Schädel. Ursprünglich angenommen. Lass uns ruhig. Nein, lass uns ruhig mal die.
Deutsch denken. Das Modell muss ja jetzt abgegossen werden, damit es nachher in Kunststoff gegossen wird. Dazu wird eine Gipsform gemacht und ich fange an mit dem ersten Teil hier, ein Stück vom Kopf und Hals. Damit der Gips eine Begrenzung kriegt, wird es hier abgesteckt, wo der Ton weich genug ist, beziehungsweise auch dick genug über dem Gerüst. Ansonsten muss ich eine Tonwand bauen. So wie jetzt hier, die erfüllt genau denselben Zweck wie das Blech. Das soll also nicht die Mähne vorstellen, obwohl es vielleicht so aussieht.
wird ja jetzt langsam immer dicker und nachher klebt er dann auch besser. Jetzt für den Anfang ist das halt ein bisschen dünn. Braucht man aber so dünn, damit er auch alle Einzelheiten abnimmt.
welchem Zustand ist eigentlich das Fell? Hier im Schnauzenbereich ist es, wie Sie sehen, sehr empfindlich, sehr brüchig. Die Haut ist halt durch das Alter so chemisch verändert, dass sie überhaupt keine Zugkraft mehr hat. Während in den Oberteilen, am Rücken und so weiter, ist er noch erstaunlich fest. Knifflig, oder? Ich würde schon sagen, ja. Weil auf der einen Seite muss man ziehen, um die Haut in die neue Form zu bringen. Auf der anderen Seite lässt es nicht zu. Man muss also immer so einen Kompromiss finden, wie weit man sich traut zu ziehen und wie viel Beschädigungen man in Kauf nimmt. Aber das Tier soll ja schließlich, wenn die Arbeit jetzt fertig ist, ein bisschen lebenswahrer sein, als es vorher war, als ausgestopftes Fell. Alles anders. Vorher keine Ähnlichkeit mit einem Quagga gehabt? Man könnte fast sagen, abgesehen von der Färbung und Zeichnung, wenig Ähnlichkeit. War halt ein ausgestopftes Fell, Körper mit vier Beinen. Aber die Charakteristiken von einem Zebra bzw. einem Quagga oder jedem Pferd, die haben natürlich gefehlt. Die Lippen hier zum Beispiel, die waren einfach grob zugenäht. Man kann das hier noch erkennen, das war einfach grob zugenäht und vollgestopft. Nehmen Sie es nicht auch wieder zu? Die Lippen nicht, nein, nein. Leider hatten die eigentlichen Lippen, also das, was nach innen reingeht bis zum Zahnfleisch, das fehlt hier alles, alles abgeschnitten, wie Sie hier sehen und auch hier. Das muss ich halt dann modellieren, künstlich, damit das lebensecht aussieht. Ja, ich sagte, die Lippen, die waren ja doch früher nur einfach grob zugenäht. Und das eigentliche unbehaarte Lippenfleisch hier, was bis zum Zahnfleisch normalerweise geht und dort angewachsen ist, das ist ja hier alles abgeschnitten. Sie sehen hier noch, wo die alte Naht war. Und jetzt kann ich das natürlich nur bis zu der Stelle bringen, wo es hingehört, und den Rest, was haarlos ist, das muss ich dann anmodellieren. Mit was modellieren Sie das an? Grob zuerst wahrscheinlich auch mit Polyester, mit Füllern. Und zum Schluss noch mit irgendwas Feinerem, vielleicht Bienenwachs mit Füller oder irgend sowas. Je nachdem. Ende. Ja. Hm? Weiter nähen am Hinter. A scientific program to revive the extinct quagga is making good progress. The last quagga, related to the zebra and once common in South Africa, died out in 1883. Apart from a breeding herd established in the Cape,
The fund supporting the work was given a boost with a donation from the organized hunting community in South Africa. The donation was made in the interests of game conservation. Well, what we're trying to do is to retrieve the genes from the quagga from the extant population of virtual zebra. The way we're able to do this is based on the fact that molecular studies from material which was originally sent across to America some years ago to scientists in San Francisco have shown that the quagga is in fact very closely related to virtual zebra. So closely related that you can in fact say it's no more than the subspecies at most. There's very little difference. Therefore, there's no reason why we shouldn't be able to find the genes which characterize the quagga, namely the genes which account for the faint degree of striping over the rear end of the quagga and the darker color which characterize the quagga, to find those genes amongst the virtual zebra and therefore recreate or retrieve these genes into the an inbred population by selective breeding. In this way, we will hopefully be able to show the public eventually a quagga. And in fact, it really will be a quagga. It won't be an imitation quagga. It'll be, in fact, the real thing. Because if, in fact, the genes are simply dispersed in the current virtuals or plain zebra, then we should be able to get them back again and therefore have as good a quagga as there ever was originally. Great project. Let's wish them luck. Op 50-50 vanavond. This bat here has learned to perch on people's heads, which the other ones never did. I think it was just a question that started with one of the young birds. Die skilderij in ons kantoor, afdrukke van die werk van een van ons landse bekendste vroeskilders is. Al twee is van uitgestorven dieren. Die een hier aan my linkerkant is die blauwbok, wat net in die Kaapprovinsie voorgekom het, maar wat sommer baie gauw na die komst van die blanke met sy geweer van die aardbol af verdwijn het. Die in daarachter is die baie bekende Kaapse quagga, wat hier so aan die einde van die vorige eeuw ook deur jagters en boere tot uitwissing gedryf is. En op beide van hierdie skilderye of afdrukke staan daar Drawn and Engraved by Samuel Daniels. Maar daar is nou 'n paar wetenskaplikes wat sê dit is wel moontlik om die oorlosie terug te draai. Hulle sê ons kan weer eendag egte Kaapse quaggas op hierdie aardbol hê as hulle planne net werk. Die Kaapse quagga is dood. Op die 12 Augustus 1883 het die laaste een in die Amsterdamse dierentuin gevrek. 100 jaar later het die Hollanders die tragedie met 'n speciale postseël herdenk. Al wat vandag oor is van die duisende quaggas wat voorheen 'n algemene verskynsel in die Karoo was, is 'n paar opgestopte velle in Europese museums. Die Mary, wat 21 jaar lang in die Londense dieretuin was, is die enigste quagga wat ooit lewendig gefotografeer is. In die Suid-Afrikaanse Museum in Kaapstad is daar daarom een opgestopte vulletjie, sodat ons ook kan sien hoe die quagga gelyk het. Die oorheersende kleur was 'n warm bruin met opvallende strepe oor die kop en nek. Verder agtertoe verdwyn die strepe sodat die lyf 'n effe vaalbruin is, amper soos die van 'n donkie. Reinhold Rau is die taxidermis by die museum wat die vulletjie gerestoreer het. Vir hom was het nie genoeg om net die vel weer soos 'n lewendige dier te laat lyk nie. Hy het ook daarvan begin droom om die Kaapse quagga uit die bont sebra terug te teel. Jare lank het hy mense probeer oortuig dat dit moontlik is, maar niemand wou hom glo nie. In 1984 is Rau reg bewys, toe dit bevestig is dat die quagga en die bont sebra dieselfde diersoort is. Scientists have been speculating about these possibilities for quite a long time, especially since the Heck brothers in Germany rebred a form of cattle
which very closely resembles the wild ancestor of the European domestic cattle, the Auer ox, which is extinct. Then in 1969, this museum decided to remount our little quagga foal, which was in a very poor state. And in doing so, we found that the skin had not been cleaned from the flesh side, from the inside, very carefully. Portions of connective tissue and even muscle fibers and blood vessels with dry blood in it were still attached to the skin, which were then removed carefully and stored, and in the hope that somebody might be able to do some microbiological tests with it. Uit die horingdroë stukkies weefsel is genoeg DNS gehaal om die quagga se genetiese kode te ontsluit. DNA slowly accumulates changes, mutations, with time, in a rate which is steady and increases proportional to time. Now, they were able to sequence a little bit of the DNA which they'd extracted from this quagga tissue and show that the sequence of the DNA was almost identical to that of the plain zebra. Die werk is in Amerika in die laboratoriums van Ryder en Ekuchi gedoen. Hulle het met elektroforese die volgorde van die basisse in die quagga se DNS molekule uitgewerk. Die DNS word op 'n gelplaat gedrup waarin die basisse van mekaar skei. Die plaat dra die dier se erflike geheime in kodevorm. Die DNS molekuul bevat die dier se familiegeskiedenis. Daar is 'n lang spiraal waarop die vier basisse in 'n kenmerkende volgorde gerangskik is. Die vier is vir alle organismes dieselfde, maar die volgorde waar hulle gerangskik is, sal bepaal of dit 'n olifant of 'n muisinne is. As ons nou weer na die DNS molekuul kyk en ons verwerk die inligting wat met die elektroforese metode gekry is, kan ons die volgorde van die basisse in die molekuul lees. Om diere se verwantskap met mekaar te bepaal, skryf ons hulle basisvolgordes neer en vergelyk hulle. 'n Kol beteken ooreenstemming en 'n letter 'n verskil. Hier is soort B nou verwant aan A, maar C is net ver langs familie, want daar is min ooreenkoms en baie verskille. 'n Vergelyking tussen die Kaapse quagga en die vlakte sebra is net 'n rykolle wat vir ons sê dat hulle genetiese vingerafdrukke presies eenders is. Dit beteken dat hulle meer as naby familie is. Hulle is een en dieselfde diersoort. Op een plek klop dit nie. En dis waarskynlik net omdat die weefsel so oud is. It showed in fact that the quagga was so closely related to the plain zebra that you could say that to all intents and purposes it was a plain zebra. In other words, it was as closely related to the plain zebra as a Siamese cat is to an ordinary tabby. Now, the implications of this is as follows. It means that you can validate a rebreeding program for the quagga because you can say that, in effect, the quagga is not extinct at all. It's all that you've lost is the color genes which characterize the quagga. Equus burchelli, die vlakte zebra, is dus 'n quagga. En die naam bondkwagga, soos hy van vroeg af bekend was, pas hom goed. Daar is 'n groot variasie in die kleure en streeppatrone van die bondkwagga. Gewoonlik kom die strepe onderom die pens bymekaar en op die bene gaan dit af tot by die hoeve. Die bruin skadustreep word duideliker van noord na suid deur die bondkwagga se verspreidingsgebied. En dan kry jy soms die enkeles wat min strepe het, sodat veral die agterlyf amper effe kleurig is. Die bene het dikwels glad nie strepe nie. En op die lyf kom die strepe ook nie onder die pens bymekaar soos by die meeste ander bondkwaggas nie. Daar is hierdie diere wat nog baie van die Kaapse kwagga se gene dra en wat nou vir die teelprogram uitgesoek word. Die Natalse Parkeraad werk ook saam in die program en hulle wildvangers is altyd op die uitkyk vir die regte diere. As hulle met roetine wildvangste enige bondkwaggas met die min strepe oor die agterlyf en bene sien, word hulle net daar verdoof en gevang. Oh.
Loto, 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 Loto. Diere wat met dwelmpiltjies geskiet is, gaan lê soms op ongemaklike plekke, ver van die vragmotor wat hulle moet oplaai. Hierdie draagbaar met 'n wiel is 'n Natalse uitvinding wat wildvangery baie makliker en veiliger maak. Die dier kan daarmee baie vinniger teruggebring word, wat die gevaarlike tyd terwyl hy onder verdoving is korter maak. Houd je boven! Houd je boven! Houd je boven! Die dieren wat in Natal gevangen is, wordt vereerst naar die Gloei wildtuin gebracht, waar hulle in wildhokken gehou word. Hier kan hulle nou rustig en van nabij bekyk word, om te sien of hulle regte goeie teelmateriaal is. Wanneer daar genoeg diere is, kom Reinhold Rau die diere uitsoek wat hy wil gebruik. Die Vrolikheid Natuurbewaringsstasie is naby Robertson in die Suid-Kaap en lê in die voormalige verspreidingsgebied van die kwagga. Dit is hier waar die teelery gedoen word en waar die eerste Kaapse kwagga in hierdie eeu hopelik gebore gaan word. Geskikte teelpare word in kampies aangehou. Daar sal daarom nie twyfel wees oor die vaderskap van die vulletjies wat gebore word nie. En akkurate rekords en stamboeke sal opgestel kan word. Een van die eerste take is om die diere aan mense gewoon te maak, sodat daar later makliker met hulle gewerk sal kan word. Bondkwaggas teel stadig. Merries kry hulle eerste vullings eers wanneer hulle 4 of 5 jaar oud is. En dan is die dragtigheidsperiode net meer as 'n jaar lank. Wanneer die diere makker en hanteerbaarder is, word beplan om met kunsmatige inseminasie en met embryo-oorplantings die proses te versnel. Die herteling van die kwagga is 'n gesamentlike projek van die Suid-Afrikaanse Museum en die Kaaplandse Afdeling Natuurbewaring met die samewerking van die Universiteite van Kaapstad en Stellenbosch. Daar sal klaar 'n hele paar teelpare by Vrolikheid, wat die baie beperkte streeppatroon op die agterlyf het. Daar is nog 'n tekort aan die ander eienskap waarvoor geteel moet word, die bruin agtergrondkleur. Ook hier is hoop op pad. Ons sal baie bepaald graag betrokke wil wees. Ons het ook ons hulp aangebied. En waar ons in ons groot troppe kwaggas in die Kruger Wildtuin bepaalde afwykings sien wat veral die bruin op die rug, wat baie belangrik is vir die terugteel van die uitgestorwe Kaapse kwagga, met daardie breinvlek op die rug toon, sal ons hulle uitvang en vir ons kollegas in die Kaap aanbied. Voordat de meeste vinnig op hol gaan oor die hele project en wat daaruit gebore kan word, is het goed om dalk eerst een bietjie stil te staan en na te denken. Want daar is toch ook wetenschappelijkes wat nog niet heeltemal oortuig is nie. Well, dit is een heel interessante oefening. Dit bevestig wat baie mense lank al gevoel het, dat die uitgestorwe kwagga in werklikheid net die suidelike bevolking van die bondkwagga is wat verder in Afrika voorkom. Dit sal echter nie 'n kwagga wees wat herskep word nie. Die kwagga is uitgesterf. Die seleksie wat plaasvind is net vir die velkleur en velpatroon, terwyl 'n kwagga in werklikheid uit baie meer as net dit bestaan het. Hy was aangepas by sy spesifieke omgewing daar in die Karoo. En dit sal dus 'n mensgemaakte dier wees wat gaan lyk soos 'n kwagga. Ek wil graag aanhaal wat meneer Hokko Knobel, die destydse hoofdirekteur van Nasionale Parke, dikwels gesê het. 'N mens kan nie skep nie, hy kan nie herskep nie, hy kan net bewaar. If in fact Raida Noguchi's work had shown that the DNA was very different between the quagga and the plain zebra, this sort of rebreeding program would be quite unjustified. But the fact, in fact, that they've shown that the quagga and the plain zebra are the same species means to say that we will not just be rebreeding a quagga look-alike, we will really be rebreeding a genuine quagga, since the only thing that defines a quagga are these color patterns. And since the genes are probably simply diluted out in the extant, that's the current population of plain zebra, it should therefore be not only possible to get these genes back by a careful selective program, but the animal you produce at the end of the day will be a real and genuine quagga. Die Nasionale Parkeraad as nasionale bewaringsliggaam is natuurlik besonder opgewonde oor die moontlikheid dat daar 'n uitgestorwe species sal teruggeteel kan word uit genetiese materiaal wat
steeds beskikbaar is in populaties van die vlakte zebra. En ons sien met groot opgewondenheid uit naar die dag wat hierdie diere weer op die Karoo vlaktes en die rest van hulle verspreidingsgebied sal kan gesien word deur die publiek van Suid-Afrika. Een nieuwe verschijnsel in die land.